So, und damit einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Hier zum ganz spontanen Livestream in voller Erkältungsmontur. Mir geht's richtig räudig, aber ich habe mir sagen lassen, dass in einer halben Stunde, in 20 Minuten jetzt knapp, der Trailer zu, also der erste richtige Trailer zu Godzilla and Kong oder X-Kong, und vielleicht wissen wir endlich mal, wie man das Ganze überhaupt dann ausspricht, gedroppt werden soll. Ja, tatsächlich läuft da wohl gerade irgendwo eine Premiere von, nicht von Universal selber, aber irgendwie rund um Godzilla. Da bin ich mal kurz reingeschlichen und hab da mal im Chat selber nachgefragt, wann denn der Trailer jetzt rauskommen soll. Und die Antwort dabei ist eben gewesen, um 21.30 Uhr soll der Trailer also jetzt droppen. Und deswegen dachte ich mir, gehe ich doch einfach nochmal auf die Schnelle live. Wie geht's euch allen so? Habt ihr Bock? Seid ihr bereit? Habt ihr Interesse dran, den Trailer euch reinzuziehen? So, jetzt mit dem Licht hier gerade mal. Ich bin gerade auch saulichtempfindlich. Aber ich will nicht jammern. Hab mir sogar nochmal extra einen Kaffee jetzt mit hergebracht. Und wir kriegen jetzt noch irgendwie 20 Minuten rum. Mit einem schönen Talk über Godzilla Minus One eventuell. Es kommt morgen ein Was wäre wenn zu Jurassic World raus. Und übermorgen kommt dann das Spoiler-Video zum Ende von Godzilla Minus One raus, wo ich auf das Ende eingehe. Wäre jetzt geil, wenn wir hier im Chat einfach auch mal nicht spoilern könnten, wenn wir das Thema wenn wir das Thema Godzilla Minus One mal kurz anschneiden wollen. Ja, Servus von Claudio, Servus zurück, hallo zusammen an DomNC99. Hallo zurück, Hallöchen von PaulR3107, die auch einen wunderschönen guten Abend. Habt ihr alle Bock auf den Trailer zu Godzilla and Kong? Mit dem Licht muss ich, glaube ich, gleich mal reduzieren hier. Das ist gerade ganz, ganz, ganz schlimm für die Augen. Ich habe eben gerade, erst noch euer Was-wäre-wenn-Video aufgenommen. Und zwar, was wäre, wenn nicht der T-Rex und der Giga aufeinander getroffen wären vor 65 Millionen Jahren, sondern der T-Rex und der Spino. Da ist eine sauinteressante Story bei rausgekommen. Das Video soll eigentlich morgen online gehen. Und da habe ich einfach beim Reden gemerkt, wie auf einmal meine Augen angeschwollen sind. Meine Luft war weg und ich glaube, ich werde wirklich krank. Ja, das schlägt mir jetzt gerade einfach voll rein. Aber trotz allem nehme ich noch den Trailer zu Godzilla X-Kong mit. Schönen ersten Advent, ja, euch natürlich auch schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Hier ist immer noch alles zugeschneit tatsächlich und es soll, ich kann gerade mal kurz ins Wetter schauen, es soll, meine ich, noch die ganze nächste Woche hier komplett durchschneien. Schau gerade mal nach. Es soll jetzt gerade draußen schneien. Jetzt sehe ich aber halt gar nichts, weil es dunkel ist, aber es soll jetzt aktuell draußen schneien und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag durch. Das wird ja witzig, ey. Das wird wirklich lustig. So, Hallöchen. Bock, ja, erwarte aber eigentlich nicht viel von Godzilla X-Kong. Echt nicht, ey, ich weiß nicht. Ich war ja echt begeistert gewesen von Godzilla Minus One, bin ich immer noch. Und ich meine auch, dass Godzilla X-Kong wird Minus One nicht toppen, für mich persönlich. Aber ich habe jetzt diese ersten Bilder mal gesehen. Die habe ich auch bei Instagram gepostet und bei YouTube. Da sieht man schon sehr interessante Sachen, finde ich. Zumindest das mit diesem Godzilla, der anscheinend von Eis eingeschlossen ist. Und ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ich habe einfach nur Schiss, weil es hieß ja schon, dass der Film ein Kong-Film werden soll und sich sehr stark auf Kong beziehen soll. Ich habe jetzt echt Schiss, dass das Bild von Godzilla, der quasi im Eis eingeschlossen ist, dass dieses Bild uns einfach nur zeigt, dass Godzilla den gesamten Film über in diesem Eis drin ist und Kong ihn befreien muss. Das wäre echt scheiße, wenn das die Geschichte wäre. Aber es gab auch schon ein paar Theorien, die ich sehr interessant fand, von wegen, dass das Godzilla-Vieh im Eis könnte auch einfach ein Space-Godzilla sein. Da gab es Leute, die haben in der Facebook-Gruppe von Godzilla haben die so Texte darunter gelappert, warum das Sinn machen würde. Eine neue Transformation von Godzilla haben ein paar Leute angeteasert.
Aber ich glaube immer noch, dass das irgendwie mit diesem neuen Hauptbösewicht zu tun haben könnte, der Godzilla einfach einfriert und der dann eben den ganzen Film über nicht mehr zu sehen sein wird. Und ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der Trailer uns gleich ein bisschen was von der Geschichte erzählen wird. Der liebe Pandamann ist auch am Start. Schön, dass du hier bist. Du bist aktuell ja wieder in Köln. Habe ich mitbekommen. Mir wurde auch heute geschrieben, lieber Herr Panda, dass jemand von den Zuschauern mit uns beiden im Kino war. In Godzilla Minus One. Ja. Hat uns aber tatsächlich nicht angesprochen. Ich würde mich auch nie ansprechen. Wirst du auch meine What-If-Vorschlag von Insta machen? Oh, du musst mir sagen, was du für einen What-If-Vorschlag gemacht hast. Ich bekomme all diese What-If-Geschichten, dass die so gut ankommen, das freut mich echt total. Aber ich bekomme ja so viele Nachrichten. Mach doch mal das, mach doch mal was. Aber so ganz krasse Sachen, auf die wäre ich nie im Leben gekommen. Was weiß ich, auch so Geschichten wie, was wäre, wenn der Baryonyx in Jurassic Park 3 wäre und nicht der Spinosaurus? Und das hat immer alles so saugroße Auswirkungen für die Geschichten, weil Jurassic Park und Jurassic World doch immer sehr ineinander verkeilt ist. Da finde ich ganz interessant eigentlich. Also musst du mir ganz kurz nochmal sagen, was wäre, wenn du da vorgeschlagen hattest. Ich weiß auch nicht ganz, ob ich da auch so hohe Erwartungen an Godzilla X Kong habe. Würde ich halt einfach mal abwarten. Wir kennen halt von dem Film noch gar nichts. Das Einzige, was wir bisher gesehen haben, ist dieser Orang-Utan, der auf dem Stuhl sitzt und die Totenköpfe von Godzilla und Kong. Mehr haben wir ja noch nicht gesehen. Wie gesagt, vielleicht zeigt der Trailer jetzt ein bisschen mehr von der Geschichte und ich hoffe, da steckt echt ein bisschen mehr dahinter. Wir gucken einfach gleich mal. Wie lange haben wir jetzt noch Zeit? Noch 15 Minuten, dann droppt der Trailer. Und ich habe nichts vorbereitet. Ich sollte vielleicht mal langsam die Seite aufrufen. Übrigens, die Wahrscheinlichkeit, dass das Internet hier wieder abkackt, während wir den Trailer gucken, ist da. Sie ist gering. Sie wurde zurückgeschraubt, aber sie ist immer noch da. Willst du nur ganz kurz anmerken. Okay, der Trailer ist noch nicht da. Aber die Live-Show läuft auch noch. Ich habe vorhin einfach 5 Euro live gespendet, damit meine scheiß Frage beantwortet wurde. Ich hoffe, die kann ich von der Steuer absetzen. So. Ja, jetzt droppen hier auch so ganz viele Fake-Trailer. Wir warten einfach mal, bis da jetzt offiziell dann was rauskommt und dann gucken wir. Statt Indoraptor Scorpius Rex im Lockwood-Anwesen. Auch sehr coole Story. Ja, werde ich auch noch machen. Ich muss mir das alles echt mal aufschreiben. Habe ich aber auf jeden Fall gelesen gehabt und dachte mir auch schon, das kann echt cool werden. Gerade eben mit der Fähigkeit, vom Scorpius Rex auch im Dunkeln sehen zu können. Da kann man sehr cool mitspielen. Und dass er eben auch schießen kann mit seinen Stacheln. Hey Snowdog 09. Schön, dass du auch am Start bist. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass die Kamera schon fast in meiner Nase ist? Das sollten wir vielleicht ein bisschen so. Das ist, glaube ich, angenehmer. Ja. Ich habe den Chat jetzt hier auch nicht eingeblendet in Twitch, aber ich glaube, das macht jetzt auch nichts. Es war gerade echt so spontan, weil ich einfach nur geguckt habe, ist der Trailer schon online. Dann bin ich auf diese Live-Show gekommen und dann wurde eben gesagt, hier, der kommt um 21.30 Uhr raus, der Trailer. Da habe ich mir gedacht, komm, den nehmen wir dann noch mit. Das machen wir noch. Wir können, wenn ihr Bock habt, können wir auch mal in der Zwischenzeit ganz kurz Was-wäre-wenn-Geschichten sammeln. Wer da mal Ideen hat. Ich schreibe mir deine auf jeden Fall gerade mal auf. Mit dem Scorpius Rex finde ich echt saugut. Was wäre, wenn Scorpius Rex in Fallen Kingdom? Da kann man sogar noch ein bisschen weiterspinnen, denn die Frage ist ja, würde der Scorpius Rex sogar sterben dann im Kampf gegen Blue? Und wenn nicht, was wäre dann? Hallöle Ophiliek, schön, dass du auch am Start bist. In Hamburg, was habe ich gesagt? Ich habe Köln gesagt, gell? Hamburg, Hamburg natürlich, Hamburg, Entschuldigung.
Wir hätten über den Film, wir hätten während dem Film über den Film quatschen können. Oder danach, meinst du natürlich, ja. Wir haben beide während dem Film relativ gut eigentlich die Klappe gehalten, ne? Es gibt ja Menschen, die im Kino ständig reden müssen. Wir waren das auf jeden Fall nicht. Ich habe dich nur ab und zu mal so angestupst, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, weil ich da sehr stolz auf mich selber war. Dass ich gemerkt habe, dass Anleihen an den ersten Godzilla mit dabei waren und alles drum und dran. Ja. Wann kommen denn jetzt von dir die nächsten Videos, lieber Herr Pandemann, auf deinem Kanal? Ach so, nächste Woche, also die kommende Woche jetzt am Samstag wäre dann die Aufnahme mit Sebastian von Filmstarts. Ich werde ab und zu vielleicht nochmal ein paar Livestreams machen. Und wenn die Livestreams gut funktionieren und einfach nicht abbrechen mittendrin, können wir das sogar live machen, als eine große Live-Show zu Quatsch. Ach, Gewohnheitssache. Zu Godzilla Minus One. Panda ist immer konzentriert, das stimmt allerdings, das stimmt. Panda ist vor allem so ein krasser Godzilla-Fan, obwohl wir waren generell nur mit so Hardcore-Godzilla-Fans im Kino, glaube ich. Es spielt einmal im Film die Original-Godzilla-Musik, dieses und alle im Kino auf einmal machen so mit. So, die waren richtig im Beat drin gewesen. Auch der liebe Pandamann ist tierisch abgegangen da drauf. Hello, einfach Phil. Schön, dass du auch am Start bist. Der Name von dir sagt mir aber was. Mir wird hier aber erst zum ersten Mal gechattet angezeigt. Kennt man dich vielleicht auch schon von YouTube, kann das sein? So. Ich aktualisiere einfach nochmal die Seite. Wir müssen da jetzt einfach mal so richtig penetrant hinterher sein. Wenn der Trailer einfach nicht um halb startet, um Punkt 21.30 Uhr, mache ich das genauso wie ihr, wenn ich nicht pünktlich live bin. Dann nerv ich da einfach in dieser Live-Show. Dann spende ich einfach nochmal so 5 Euro und frage einfach, was ist los. Kommt nun der Trailer oder was? Ja, der kommt um 21.30 Uhr. Also ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf. So, diesmal liegt es nicht daran, dass ich einfach noch extrem viel schwätze, bevor wir auf den Punkt kommen. Diesmal liegt es wirklich an am Trailer, der eben noch nicht veröffentlicht wurde. Stell mir das gerade so vor, da muss doch jetzt aktuell, in diesem Augenblick, muss doch jetzt irgendeiner bei Legendary sitzen und muss so bei YouTube diese ganzen Infos eingeben. So der Titel, oh nee, der ist zu lang, scheiße. Nur 100 Zeichen, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, Titel nochmal abgeändert. Dann müssen sie noch die ganzen Hashtags mit einfügen. Video voll monetarisiert, obwohl das bei einem Trailer eigentlich saudumm ist. Ich glaube, Trailer sind Trailer monetarisiert? Aber nur am Anfang und am Ende, glaube ich, ne? Weil mittendrin gibt's nie einen Break bei Trailern, außer auf meinem Kanal. Der seriösen aber nicht. Von Insta hatte Freitag geschrieben vor dem Film. Das kann sein, ja. Statt Rexy, Buck und Doe in Jurassic Park, statt Giga in Dominus Rex im Biosphere. Das zweite finde ich interessant. Das erste ist halt wieder zwei T-Rex anstatt einer, das weiß ich jetzt nicht. In Dominus Rex im Biosyn Valley wäre interessant. Raptoren aus Jurassic Park 3 in Jurassic World wäre auch interessant, aber ich glaube, die haben wir auch schon zu oft behandelt, die Raptoren aus Jurassic Park 3. Snowdog, vielen, vielen Dank für dein Prime Gaming Abo. Ich habe hier nichts eingestellt gerade. Es werden weder Alerts auftauchen, tut mir echt leid. Ich kann leider auch nicht singen jetzt, aber trotz allem vielen, vielen Dank. Endlich erledigt, schreibt er. War das für dich ein Muss? 30 Leute hinten dran, mach jetzt. Wie 30 Leute hinten dran? Ach so. Du meinst, wenn ich denen auf den Sack gehen will? Ich aktualisiere noch. Ey, wenn die aber ganz klar schreiben, Leute, um halb, dann müssen wir gar nicht anfangen um 21.23 Uhr. Die werden da schon den deutschsten deutschen Allmann dahinter gesetzt haben, der Punkt 30 auf den Knopf drückt. Keine Sekunde früher, eventuell später. Nein,
Quatsch, als Deutscher eigentlich überpünktlich. Da müsste der Trailer schon längst online sein. Vergesst, was ich gesagt habe. Ein Dank genügt, alles klar. Ja, singen wäre eh krass. Ich bin heute nicht so fit. Ich glaube, da würde ich jetzt einfach ins Mikrofon kotzen. Bei der Eingabe auf YouTube, ja. Ach so, meinst du das? Ja, ja, so hektisch so. Mach jetzt, alter Mann, mach jetzt hinne. Nicht im Titel spoilern. Nimm das wieder raus. Das würde ich echt mal zu gerne sehen, wie so große Firmen einfach ihre Trailer veröffentlichen. Nur mal ganz kurz hier in den, ich habe so einen französischen Channel gefunden, der wartet auch gerade drauf mit seiner Community, dass der Trailer anfängt. Ich habe den auch gerade mal nebenbei im Blick. Bei dem droppt das, glaube ich, auch dann sofort auf, wenn der Trailer draußen ist. Ja, was erwarten wir halt vom Trailer? Das ist jetzt auch eine ganz gute Frage. Eine Geschichte, die uns angedeutet wird, logischerweise. Ich erwarte von dem Trailer irgendwie, dass er vom reinen Look anders aussieht. Und ich glaube, die haben ja in Godzilla vs. Kong, haben die stark auf die Farben, auf diese Neonfarben auf jeden Fall gesetzt. Und ich glaube, gerade in den Wallpapern war es immer gewesen, ich sehe es ja hier gerade, grün und orange. So in diesen leuchtenden Farben. Bei diesem Godzilla Cross Kong, da setzen die ganz, ganz stark die ganze Zeit auf die Farbengebung, von Eisblau und Lila. Auch bei dem Bild, wo Godzilla eingesperrt ist, setzen die ganz stark auf Eisblau und Lila. Und ich glaube, dieses Eis hat was mit dem Hauptgegner zu tun. Der hat ja auch so leuchtende Augen. Und es wurde mal geleakt, dass der wohl einen Kaiju haben soll als Haustier, der irgendwie Ice Dragon oder irgendwas genannt wurde. Also das Thema Eis hat irgendwas mit dem zu tun. Deswegen glaube ich auch wirklich, dass dieser Orang-Utan Godzilla einfrieren könnte aus irgendwelchen Gründen und dann Godzilla so aus der Geschichte rausgenommen wird eine ganze Weile. Wäre halt echt doof, aber ja. Ich hatte mit dem Pandaman auch schon mal drüber gequatscht gehabt, was das soll, dass die auch schon in Godzilla vs. Kong eher Kong in den Mittelpunkt stellen. Er hat die Theorie aufgestellt, dass möglicherweise Toho sehr viel Kohle haben will für die Rechtegebung von Godzilla, weil Toho auch ja gerade selber an etwas arbeitet. Da gehe ich im nächsten Video nochmal drauf ein. Das nennt sich, wir hatten auch schon drüber gesprochen gehabt nach dem Kino, der World of Gojira Plan. Toho plant da was. Was genau das ist, was es sein könnte, das besprechen wir noch. Auf jeden Fall glaube ich, dass deswegen, oder glaubt der liebe Pandaman deswegen, und das macht schon Sinn, dass je länger Godzilla in einem Film auftaucht, der nicht von Toho ist, umso mehr zahlst du an Lizenz für diese Figur. Und deswegen hauen die Godzilla immer wieder so ein bisschen aus der Geschichte raus. Würde Sinn ergeben. Ich würde sonst nicht wissen, warum man Godzilla so krass aus den Filmen rausschneiden sollte. Wenn es überhaupt jetzt hier auch stimmt. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Godzilla ist mit dabei die ganze Zeit. Alexander, moin. Moin zurück. Ah, ich reiß bei mir hier einen ab, ey. Kann man den Status Königin der Monster irgendwann bei dir bekommen? Oh Gott. Das ist eine saugute Idee. Du meinst jetzt hier auf Twitch wahrscheinlich. Aber ich habe hier auf Twitch, das Ganze noch sehr, sehr stark auf Jurassic gemünzt. Ich müsste jetzt, wo das Monsterverse jetzt einschlägt und ja dann auch 2024 mit Jurassic World Chaos Theory auch das Jurassic-Universum so langsam anfängt, müsste ich eigentlich das mal ein bisschen besser abstimmen. Jetzt gibt's nämlich wieder sehr viel mehr Godzilla-Content zu dem sehr viel erscheinenden Jurassic-Content. Ja, jetzt wird's auf jeden Fall nicht langweilig. Und da muss ich gucken, wie ich es am schlauesten mache. Lass mal Nico einen Twitch-Stream machen und dann raiden. Tatsächlich, ja, Nico müsste echt mal streamen. Ey, Nico und Mirko müsste ich echt mal zum Streamen kriegen. Die sagen zwar immer, denen fehlt dazu das Equipment,
Aber habe ich da einen Denkfehler? Wenn du Videos aufnehmen kannst, hast du doch auch alles, was du brauchst, um einen Stream zu machen. Oder nicht? Eine Kamera, ein Laptop, ein Computer, was auch immer, für OBS und das war's. Und ein Mikrofon. Einfach nur so, um zu schwätzen. Einfach nur, um zu labern. Man muss ja nichts Krasses machen. Ich habe gerade mal so die CPU hier im Blick. Denn der liebe Pandaman, übrigens nochmal danke an dich, hat mir mal geholfen, woran das liegen könnte, sehr wahrscheinlich, dass die Streams bei mir immer wieder abkacken. Unter anderem, weil das LAN-Kabel unter der Tür eingequetscht ist. Kann natürlich sein. Und aber eben auch, weil meine CPU-Auslastung war, obwohl ich nichts gemacht habe am MacBook, bei 15% gewesen. Bei Stillstand. Und dann haben wir rausgefunden, dass genau das am C-Cleaner, wenn ihr den kennt, gelegen hat. Weil der C-Cleaner, der meint, er müsste sich halt in jedes Programm reinlunzen und dann reinigt er da die ganzen Sachen wie Cookies und alles drum und dran. Und das macht er aber im Hintergrund. Und dadurch ist meine CPU immer beansprucht gewesen. Plus noch, dass die GoPro Hero 4 wohl nicht so CPU-freundlich war. Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall den C-Cleaner runtergehauen. Jetzt scheint es besser zu laufen. Es ist halb, du hast vollkommen recht. Wir checken das jetzt gerade mal ab. Wo haben wir hier unseren... unseren Stream. Da. Ist immer noch nicht da. Tatsächlich. Wir warten mal noch. Verzögerung. Das Ganze wird jetzt eh global erstmal wahrscheinlich voll durchschlagen. Wir warten noch mal ganz kurz. Bis sich hier was tut. Ich sehe gerade, es ist aber sogar ein Trailer rausgekommen zu Monarch. Die zweite Halbzeit. Hat Monarch, hat es so eine Pause zwischendrin? Wollt ihr mich verarschen? Ja, tatsächlich, Mid-Season-Final haben wir. Also Monarch ist mit Episode 5, gehen wir ins Mid-Season-Final. Und dann geht's scheinbar, ich hasse sowas, ey, Mid-Season-Final, das ist doch nur dafür da, damit wir jetzt länger Geld dafür bezahlen. Okay. Wir gehen nochmal auf Aktualisieren. Ich gehe mal ganz kurz in die Gruppe nochmal rein zu, in die Godzilla-Gruppe auf Facebook. Dass wir da jetzt auch nichts verpassen und belästige einfach mal so ein paar Leute. So. Er schreibt einfach nur Trailer-Ausrufezeichen, aber ohne Link. Oder was will er mir damit sagen? Oh, wir haben sogar einen Gruppenchat. Haben wir einen Gruppenchat hier? Irgendwo habe ich einen Gruppenchat. Wir warten da nochmal ganz kurz. Ich weiß ja, wie das abläuft, wenn man da was hochlädt und dann am Ende oder was hochladen will um eine bestimmte Uhrzeit und dann kommt da aber nichts. Es wurde übrigens auch, und das, ich liebe ja so Aussagen, der liebe Timo Rose, der hat ja sehr viel Insiderwissen zum Thema Godzilla. Und er schreibt mir einfach unter meinen Kommentar, dass wir uns den Trailer heute angucken, schreibt er mir einfach drunter. Aber denkt dran, der Trailer kommt nicht gegen 18 Uhr. Warum schreibst du mir, wann der Trailer nicht kommt? Warum schreibst du mir nicht, wann der Trailer kommt? Kennt ihr das? So Leute? Ich habe mal nach einem Weg gefragt. Das war auch sowas. Habe als Antwort bekommen, ja, wissen Sie, wo das und das ist? Und ich sage, ja, klar weiß ich das. Wissen Sie, wie man da und dahin kommt? Sage ich, ja. Und kennen Sie den und den Ort? Sage ich, ja. Da ist es nicht. Und ich denke mir, das ist klasse. Jetzt weiß ich, wo ich nicht hinfahren muss.
Advent, Advent, die Schule brennt. Advent, Advent, das Internet brennt, habe ich eigentlich gehofft. Ich meine, Godzilla vs. Kong war doch damals so ein Ding gewesen, wo Leute voll drauf abgegangen sind. Ich schätze mal, dass Godzilla x Kong jetzt gleich genauso abgehen wird. Wir aktualisieren die ganze Chose nochmal. Ich schau mal ganz kurz rein, was hier der andere Kollege noch macht. Der ist auch noch am Stream. Wird viel Bum-Bum im Trailer sein mit einer epischen Musik. Ja, komm, ey. Natürlich wird's das sein, natürlich. Ich meine, gucken wir uns mal den Trailer an zu Godzilla 2. Wie hieß er? King of the Monsters. Das war einfach nur die Musik, perfekt auf den Schnitt gesetzt. Genauso auch wie bei Godzilla vs. Kong, also. Aber trotzdem kann's doch cool werden. So. Ich muss da jetzt einfach mal ganz kurz reinschreiben. Was kann ich denn da jetzt mal reinschreiben, ohne provokant und blöd nachzufragen? Ich habe als Antwort bekommen, als ich in dieses Live-Event reingeschrieben habe, wann kommt der Trailer online? Oder wissen wir, wann der Trailer online kommt? Um 21.30 Uhr. So, jetzt haben wir 21.35 Uhr. Wir haben noch nichts online bekommen, aber es wird immer noch live gestreamt. Wie kann ich jetzt einen Satz formulieren, um klar zu machen, auf nette Art und Weise, wann kommt dieser Trailer jetzt raus, wenn er doch nicht 20 Uhr, 21.30 rauskommen sollte? Wollte mal fragen, wann der Trailer so ungefähr rauskommt. Er sollte eigentlich um halb rauskommen. Mir wurde geschrieben um 1 Uhr. Ich bin bescheuert. Oh Gott, Leute. Wir haben ja ein Zeitding. Oh Gott, ich bin so dumm. Sekunde. Wir haben ja eine Zeitverzögerung. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir gar nicht. Bin ich bescheuert. Nein, haben wir nicht. Aber der Stream läuft immer noch. Also der Trailer ist noch nicht draußen. Wir warten einfach nochmal. Bin ja froh, dass überhaupt viele Godzilla-Filme kommen. Ich find's auch geil. Dann quatschen wir doch einfach mal ganz kurz über diesen Toho-Plan, über den Planet oder World of Gojira-Plan. Den hat Toho veröffentlicht oder verkündet. Was genau das ist, wissen wir halt noch nicht, aber man schätzt natürlich, dass das eine Art von Universum sein könnte, die auch jetzt von Toho aufgebaut wird. Und Toho hat das aber auch schon vorher gemacht. Ne? Es gab ja immer diese Ära, die... Welche gab es denn alles? Die Heisei-Ära, die Showa-Ära und das könnte jetzt eben eine neue Ära sein, die World of Gojira-Ära. Moment, es tut sich gerade irgendwas. Oh, die haben gerade ein Bild geschickt oder gezeigt von Godzilla und Kong in Brasilien. Bei der Jesus-Statue. Sekunde. Ich guck mal, ob ich es jetzt hier auch finde. Da ist es. Moment. Krass. Direkt, wenn ihr auf Instagram geht, mir wurde es eben gerade direkt angezeigt. Hier. Das haben sie eben gerade gepostet. Bei Godzilla X Kong, dem offiziellen Channel. Ja, der Film wurde zwar nicht gedreht in Brasilien, aber er soll ja wirklich zum Teil an der Copacabana auch spielen. Da hat man schon Making-ofs gesehen, wie die Bevölkerung weggerannt ist und da kommt irgendwas aus dem Wasser raus. Keine Ahnung, was es sein soll. Keine Ahnung. Ich mach's jetzt einfach mal genauso wie ihr. Eigentlich hat er vollkommen recht. Wir machen jetzt mal das Bild an der Seite rein. Und nehmen das gerade mal kurz zur Überbrückung.
bis der Trailer jetzt rauskommt, ist da irgendwas schon mal geschrieben für den Trailer? Ich bin auch saugespannt gerade, ja. Oh Gott, der Chat rastet bei ihm auch gerade voll aus. Ist der Trailer finally out? Der guckt überhaupt nicht hin. Okay, aber es scheint sich gerade was zu tun. Der Trailer ist gleich da, habe ich das Gefühl. Es tut sich gerade irgendwas. Vielleicht schaffe ich es aber vorher noch kurz, das Bild einzublenden, bevor jetzt der Trailer rauskommt. Warte mal, irgendwas schreiben die da gerade rein. Ich muss mal kurz was abchecken. Uiuiui. Da haben wir es doch. Es ist noch nicht da, nee. Nee, ist noch nicht da. Ich habe die Seite aber auf jeden Fall hier im Blick. Da irgendwas tut sich da gerade. Ich kann es halt nur nicht lesen, weil es entweder auf Japanisch ist oder auf Französisch. Aber das Bild haben wir auf jeden Fall jetzt bekommen. Was ist denn mit der Hand von Kong los beim Bild? Warte, ich schaue gerade nochmal rein, sobald ich es hier auf dem Rechner habe. Warte. Alter, du hast recht. Müssen wir uns jetzt zusammen angucken. Das habe ich ja eben gerade gar nicht gesehen. Moment, ich schick's euch mal rüber in die, in den Livestream, das Bild. Gib mir mal eine Sekunde. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Das ist neu. Das heißt, Moment, wir quatschen da gleich rüber. Auf, jetzt mach hin ein Handy. Keine Zeit. Passt mal auf, was ihr da jetzt zu sehen bekommt, ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Wo ist es denn jetzt hin, das Bild? Da. Ich switch das Bild jetzt rein, Sekunde. Ich geh einfach mal nach hier ein bisschen mehr. Komm. Guckt euch das Bild mal an. Warte mal, ich kann ja einfach die Kamera. Manchmal bin ich echt so echt technikbescheuert. Aber so voll übertrieben. Ich kann ja die Kamera einfach mitdrehen. Das hier ist das Bild, das wohl eben gerade veröffentlicht wurde. Oh, der Trailer scheint echt gleich zu kommen. Okay, kurz konzentrieren. Wir sehen hier auf dem Bild einfach Kong und was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig sieht, ist, dass Kong einen Metallarm hat oder zumindest wie so eine Bandage um den Arm hat. Seht ihr das? Das habe ich eben auch gar nicht gesehen, weil der Text halt drüber liegt. Aber Kong hat tatsächlich eine Bandage am Arm. Was ist das? Was? Wir können es ja mal kurz vergrößern. Dieses gelbe. Oder ist es wirklich ein neuer Arm, den Kong? Das ist ein neuer Arm, oder nicht? Schaut euch das doch mal ganz kurz an. Es sieht durch das Fell, das so eingedrückt wird, sieht es so aus, als wäre es ein neuer Arm. Na klar ist das Spielzeug-Merchandise, natürlich. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Klar. Aber wenn du das gut in die Geschichte einbaust, ey, warum denn nicht, Mann? Lass doch mal Kong, lass es von mir aus echt ein neuer Arm sein, dass Kong seinen Arm verliert. Lass doch mal irgendwas konsequent sein. Also lass mal irgendeine Konsequenz da rauskommen, dass das halt jetzt passiert, was da passiert. Wäre doch geil. Kong verliert einen Arm. Wäre krass. Warum nicht, Mann? Warum nicht? Godzilla wird in Eis eingeschlossen und Kong verliert seinen Arm. Und ich meine, der Film heißt ja A New Empire. Das heißt, die beiden Hauptkaijus sind außer Gefecht gesetzt und dieser komische King Louis kommt an die Oberfläche und nimmt erstmal die Welt ein. Das wäre doch mal eine krass düstere Geschichte. Und dann müssen natürlich dann Kong und Godzilla sich wieder irgendwie zusammenraufen und dann am Ende doch die Schlacht gewinnen. Aber das wäre mal eine coole Geschichte.
finde ich. So, wo ist der Trailer jetzt hin, Leute? Macht jetzt hier nicht. Warum posten die überhaupt jetzt erstmal ein Bild? Die haben bestimmt vergessen, das abzuladen. Die decken sich gerade so scheiße. Poste mal einer ein Bild, damit die die Schnauze halten da draußen. Poste mal irgendein Bild kurz. Ja, jetzt gehen ja die ganzen Leute online mit Teaser, Trailer, Breakdown. Was? Shrek in Godzilla ex Kong Theorie. Okay. Da hat einer heute Abend, glaube ich, ein bisschen am Schnaps gesüffelt. Ja, wir könnten nur warten. Da wird gleich schon noch was kommen. Vielleicht kann man hier noch so ein bisschen, also meine Theorie jetzt wirklich, wenn Godzilla und Kong echt irgendwie lahmgelegt werden, dann haben wir jetzt beide Bilder bekommen, woran das liegt. Einmal eben das eine Bild, wo Godzilla im Eis eingefroren ist. So wird Godzilla außer Gefecht gesetzt und Kong verliert den Arm bei einer Schlacht. Vielleicht sogar wird ihm der Arm abgeschlagen von seiner eigenen Axt, die ihm abgenommen wird. Und dann kommt dieser King Louis an die Oberfläche, vielleicht auch mit so einer Armee von Kaijus, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, so im Stil von Monarch, dieses eine Vieh. Und dann muss Kong sich mit diesem Metallarm irgendwie in die Hollow Earth zurückboxen und muss dann Godzilla befreien und dann müssen die beide zusammenkämpfen. Ey, das könnte echt chillig werden. Ist halt eine 0815-Story, aber das könnte echt Bock machen, so eine Geschichte. Wo habe ich denn das Bild mit Godzilla? Wir haben ja noch drei weitere Bilder bekommen. Ich versuche die jetzt gerade mal hier reinzuladen. So dass dass das Bild jetzt hier nicht komplett überladen wird mit irgendwas. Wahrscheinlich kann ich es aber überhaupt nicht verhindern. Ja, es ist jetzt schwer. Ich kann mich so hinsetzen und dann kann man das höchstens mal so besprechen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Warte mal. Ich schränke mich hier gerade selber extrem ein. Können wir. Ich krieg halt nicht alle Bilder drauf, ne? Das Godzilla X-Kong-Poster muss mal ganz kurz weichen. Damit wir uns das hier mal angucken können. Wir switchen einfach mal hin und her zwischen den verschiedenen Bildern. Wir nehmen mal ganz kurz. Das können wir echt mal ganz kurz machen. Ne, das haben wir eben gerade schon gehabt. Wir schauen uns erstmal das Bild hier an. Ist nämlich auch relativ interessant, hier mal drüber zu sprechen, was wir jetzt hier sehen. Die Kamera gerade mal ein Stück rüber machen. Er verliert einen Arm, einer wird eingefroren, Star Wars lässt grüßen. Ja, gut, ja, ey. Aber bei Star Wars wäre es schon, wenn der King Louis noch sagt, ich bin dein Vater, dann bin ich bei dir. Aber, oder wenn Mothra noch sagt, ich liebe dich zu Godzilla und er sagt, ich weiß, dann würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber nur weil jemand einen Arm verliert, ist nicht immer gleich Star Wars. Das ist ja Quatsch. Vor Star Wars gab es schon einige Filme, wo Arme abgeschlagen wurden. So. Die Figur ganz rechts auf dem Bild, die kennen wir schon. Ich habe ihren Namen wieder vergessen. Aber das ist auf jeden Fall welche, keine Ahnung. Also jetzt glaubst du ernsthaft, dass es vor Star Wars keinen Film gegeben hat, wo ein Arm abgeschlagen wurde? Ohne dass da jetzt irgendjemand Beweise bringen musste. Glaubst du das? Ja, okay, dann okay. Dann hast du auf jeden Fall das Argument jetzt gewonnen. Die Figur ganz rechts ist das Mädel, das mit Kong kommunizieren konnte. Weil sie ist ja selber taub stumm gewesen, meine ich, und musste deswegen auch mit Kong kommunizieren durch durch Zeichensprache. Lustigerweise finde ich, sie ist einfach kein bisschen älter geworden. Oder? Bin ich bescheuert? Ich finde, sie sieht noch genauso aus wie in Godzilla vs. Kong. Mach's gerade nochmal ein bisschen größer. Sie hier wird also wieder mit dabei sein und ich finde es gut, dass wir sie wieder in der Rolle haben und eben nicht Millie Bobby Brown von Stranger Things. Die mag in der Rolle gut sein, aber das Mädel ist eine unsympathische Bratze, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt sie hier haben. Sie wird eine neue Hauptrolle spielen, ist okay.
Und dann eben noch die anderen beiden. Ich weiß nicht, ob man diese Schauspieler kennt aus dem Godzilla-Universum jetzt schon. Das Ding ist halt, dass die menschlichen Figuren im Monsterverse alle so hart austauschbar sind. Das ist so schrecklich. Auf jeden Fall soll die Figur ganz links an der Seite ein Enkel von Bill Render sein, meine ich. Ich glaube, der soll Steven Render heißen. Das heißt, ja, dass die Render-Familie ist ja auch in Monarch ganz groß mit dabei. Ich schaue gerade nochmal kurz nach, ob der sogar schon gelistet ist. Ich bekomme gerade voll Nostalgie, weil wir vor 2-3 Jahren noch über Godzilla vs. Kong geredet haben und Theorien gemacht haben. Warst du da auch schon auf dem Kanal hier, oder was? Es hat ja damals alles angefangen mit Godzilla vs. Kong. Haben wir uns ja hier jeden Scheiß angeguckt. Wir haben uns ja jeden Clip hier reingezogen. Das werden wir übrigens auch wieder machen. Ihr müsst euch natürlich auch nicht alle Clips angucken, ne? Ich verstehe, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ich bürde mir das aber einfach mal selber auf, denn ich finde, das Filmstudio muss selber entscheiden, was sie an uns weitergeben, was wir sehen dürfen und was nicht. Wenn das Studio meint, es ist eine schlaue Idee, mir einen Spoiler als Clip zu veröffentlichen, dann schaue ich mir den an. Ich habe dann auch Recht dazu zu sagen, ich fand den Film wenig überraschend, wenn man mir eben auch schon alles spoilert in einem Dings. Ich hoffe so ein bisschen, bei Godzilla vs. Kong war es ja so, dass wir nur einen einzigen richtigen Trailer bekommen haben. Und dafür halt alle Clips, die wir brauchen, um den ganzen Film nachzustellen. Aber ich hoffe, dass wir hier eventuell auch nur einen einzigen Trailer bekommen. Aber der kommt jetzt ja schon so früh, der Trailer. Obwohl, wir wissen noch nicht mehr, wann der Film überhaupt rauskommen soll. Doch, haben wir. Am 12. April 2024 soll der Film in die Kinos kommen. Am 12. April 2024. Das wäre ein bisschen früh für nur einen Trailer. Aber ich meine, der eine Trailer war ja auch damals so gewesen, wegen Corona haben sie da nur einen Trailer rausgehauen damals, weil der Film auch nicht wirklich im Kino gelaufen ist. Hat man sich da eben gedacht, okay, scheiß drauf. Er neigt euch vor dem König, wird jetzt hier geschrieben. Ich würde es voll geil finden, wenn die jetzt einfach aufhören würden, irgendwas zu posten und einfach den Trailer raushauen würden. Ich wäre da echt voll dankbar dafür. Was haben wir hier? Erste Reaktionen dürften Godzilla-Fans in Panik versetzen. Das ist so ein Bild-Zeitungsartikel. Wir hatten den geschrieben, kino.de. Ja gut, die sind von ZDF. Adam Wingard, stimmt, der ist von Adam Wingard, ne? Oh Gott, scheiße. Godzilla and Kong ist von Adam Wingard. Das stört mich jetzt gerade, das habe ich wieder verdrängt. Das ist der Colin Trevorrow des Monsterverse. Auf jeden Fall gab es wohl schon eine Testvorführung und da haben sich wohl Leute auch drüber nicht aufgeregt, aber die waren wohl ein bisschen verwundert, dass in dem Film so viel Kong vorkommen soll und so wenig Godzilla. Der Trailer ist da. Oh, der Trailer ist online. Der Trailer geht einfach 3 Minuten. Was zum Teufel? 3 Minuten. Das ist ja der ganze Film. Ihr Lieben, ich schalte euch jetzt mal sofort mit dazu. Den müssen wir uns jetzt sofort reinschmettern. Sogar schon die deutsche Version ist jetzt draußen. Haben die darauf gewartet oder was? Dass die jetzt überall übersetzt werden, auch die Trailer? Ich hab's sofort. Ich bin gerade wieder überfordert hier mit der Technik. Wir machen das jetzt einfach so. Moment. So. Der Trailer ist online. Seid ihr alle bereit? 3 Minuten, warum rennt sich der ganze Film? Richtig, ja. Seid ihr jetzt ready? Wo ist denn jetzt, verdammt nochmal, ich bin gerade... Mann, da ist es doch.
bis ich dahin komme, wo ich den scheiß Trailer jetzt an euch übertragen kann. Godzilla and Kong, der Trailer ist online. Ich werde jetzt auf jeden Fall während dem ersten Gucken komplett meine Schnauze halten, glaube ich. Wir gucken dann nochmal rein und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Dann reden wir darüber. Oh, la VO. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui disent VO, VF, VF, VF. Vous voulez la VF? Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vous fais plaisir, vous avez attendu. Je vous fais plaisir. On va regarder le trailer en VF. Alors, 30 secondes. C'est sur le... Ah, par contre, ça sera en belge. Enfin... Ok. Puisqu'on regarde en belge, bah, c'est pas grave. Good. Ah, mais c'est sur Warner Bros. En plus. Attends, le Warner Bros. Ach ja, da ist so. Sekunde, Sekunde, nicht aufregen. Bon, vas-y, c'est quoi? Je vais... Da ist der andere Streamer noch im Hintergrund. Er hat es noch überhaupt nicht gecheckt, merke ich gerade. Der labert ja immer noch. Das ist total krass. Der schwätzt einfach seit ungefähr 3 Stunden, ohne ein einziges Mal auf den Chat einzugehen. Der ist niemals auf den Chat eingegangen. Das ist meine innere Stimme. Die ist französisch. Ich bin eigentlich Franzose. Hommage. So. Okay. Ihr Lieben. Seid ihr bereit? Ist mir eigentlich auch egal. Wir fangen jetzt an mit dem. Mit dem Trailer. Ich hoffe, das passt so. Ich kann jetzt nicht noch mehr zur Seite gehen. Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich muss das ja auch selber. Ich will ja auch ein bisschen Genuss von dem Trailer haben. So. Also, schreibt mir eure Gedanken dazu. Ich bin jetzt abgemeldet. Ich starre jetzt nur auf den Bildschirm und gebe mir diesen Trailer jetzt rein. 3, 2, 1 und Action. Ja, nicht geschafft drauf zu drücken. Schon versagt. Los. Während der Geschichte der Menschheit. Oh, Ägypten. Glaubten wir immer, das Leben existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. Alter. Worin haben wir uns noch geirrt? Bin ich gerade in einem Transformers-Film gelandet oder was geht hier ab? Boah, Alter, okay, es geht also krass viel in die... Als wir uns überhaupt vorstellen können. Ach, das soll sie sein. Okay, verstehe. Das ist er auf jeden Fall nicht gewesen. Das ist nicht Kong. Also es geht in die Hohlerde zurück. Und da ist schon eine Armee von Kongs. Ich schwöre euch, der nimmt die fucking Erde ein. Allein kann das nicht aufhalten. Er ist nicht allein. Aha. Okay, Godzilla wird also nicht eingefroren und rausgenommen. Godzilla verschanzt sich scheinbar. Und nimmt eine neue Form an. Leck mich am Arsch. Okay, der ist groß. Der ist sehr groß. Alter, der hat ein neues... Das ist ja schon krass. Welcome to my world. Okay, das... Oh, ich glaube, das wird jetzt... Das ist, glaube ich, schon kontrovers, oder? Ist das ein Mini-Kong? Ich glaube, der Trailer war doch kontrovers. Ich glaube, dass damit jetzt einige von euch auch nicht zufrieden sind. Ihr könnt ja mal kurz in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Ich find's gar nicht verkehrt, was da gezeigt wurde.
Ich bin von Godzilla so ein bisschen überrascht. Also haben die jetzt wirklich Godzilla den gesamten Film über ein komplett neues Design verpasst? Ich habe so ein Bild gesehen gehabt im Internet, wo jemand gezeigt hat, wie Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong Godzilla so mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und dann stand irgendwie so drunter, dass Godzilla aufgrund dessen jetzt irgendwelche Komplexe hat, weil er da eine Faust gefangen hat und jetzt eine neue Form annehmen muss. Und dann quasi sich in diesem Eis zurückzieht, um eine neue Form anzunehmen. Was eine dumme Theorie. Und jetzt stimmt die wirklich, oder was? Moment, wir müssen da nochmal reingucken. Ich will den ganz kurz nochmal sehen. Dieser eine Shot, der hat schon was gehabt. Das ist ein Comic, wir wollen neue Actionfiguren verkaufen. Shot, das ist der hier. Aber scheiß doch drauf, es sieht doch echt geil aus. Das sieht doch schon geil aus, Mann. Also, das ist das Design von Godzilla Millennium, oder? Haben die das jetzt damit kopiert, das Millennium-Godzilla-Design? Ja, ne? Krass, okay, okay. Godzilla ist um einiges mobiler und schlanker und schlaksig. Echt, findest du? Ich finde halt die Arme ein bisschen blöd. Das sieht ein bisschen komisch aus, gerade in dem Bild. Aber an sich, jetzt wirklich direkt so einen krassen Bruch reinzumachen. Okay, gut, wir haben jetzt aber auch Godzilla in der Variante, wie wir ihn kannten, hatten wir jetzt ja schon gehabt, 3 Filme lang. Plus noch die Serie Monarch. Wird mal Zeit für ein neues Design. Aber auch Kongs Arm. Das wird jetzt so bleiben, glaube ich. Ich glaube, dass das sind die neuen beiden Varianten. Und mir gefällt es, dass die jetzt so aussehen, finde ich geil. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Film mich nicht besser stimmen wird als Godzilla Minus One, weil das eben sehr 0850, na, vielleicht auch nicht, aber das wird schon sehr mainstreamig werden hier, was aber okay ist. Wir gucken den Trailer jetzt gleich nochmal und dann quatschen wir über die einzelnen Szenen. Mir ist da so ein bisschen was aufgefallen. Aber ich fand, dass hier Scar King bescheuert aussieht. Der sah nicht so geil aus. Ist halt krass, wenn du zuerst die beiden so siehst und dann haben wir Scar King gesehen, der so aussieht. Wo ist er denn? Da. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass der eher Angst vor den beiden haben sollte. Oder? Ich glaube, der Trailer zeigt uns auch schon wieder zu viel. Ich glaube, dass diese Szene hier, also entweder kommt die Szene, die wir gerade sehen, am Anfang, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, das hier ist eine Szene, die erst am Ende kommt. Es könnte sogar sein, dass Godzilla am Anfang auf die Fresse bekommt von dem Film und sich dann daraufhin erst dieses Eisding da zurückzieht und dann eben sich so verwandelt. Mir fallen auch gerade die Kristalle im Hintergrund auf. Ey, ich will da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber ey, wir hatten auch einen Überraschungsauftritt von Mechagodzilla hatten wir gehabt, der eigentlich geheim gehalten werden sollte. Haben wir hier jetzt Space Godzilla? Verarscht der Trailer uns vielleicht? Und wir sehen hier gar nicht, das ist Godzilla, auf jeden Fall ja. Oder ist das Space Godzilla? Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr. Oder sie gehen in dem Film die Richtung und sagen einfach, dass Godzilla, also unser Godzilla, der wird zu Space Godzilla im Monsterverse. Das heißt, Space Godzilla ist hier keine eigenständige Figur mehr, sondern Space Godzilla ist jetzt hier Godzilla. Das sieht schon geil aus. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz Stück für Stück rein. Jetzt macht's aber auch Sinn, warum die das hier gewählt haben, ne? Diese Farbgebung andauernd. Jetzt macht die total Sinn.
Ich habe eure Kommentare so ein bisschen auf dem Schirm gerade. Ich muss ganz kurz mal hier eins durchgehen. Eins nach dem anderen. Der Film wird, glaube, so scheiße dumm und scheiße egal. Scheiße geil. Was? Das könnte die nächste Evolutionsstufe sein. Das glaube ich halt auch, ja. Aber das scheint dann Space Godzilla zu sein. Godzilla passt sich an, wie damals in Godzilla vs. Kong. Als er sich absichtlich von Blitzen hat treffen lassen, um ein Magnetfeld erzeugen zu können. Wo ist das fucking King Kong? Okay, um Mechagodzilla zu besiegen. Meinst du Godzilla vs. Kong, meinst du aus dem Monsterverse? Ist das da passiert? Weiß ich gar nicht mehr. Er sieht wie Millennium aus, dankeschön, finde ich auch, ja. Millennium auf alle Fälle. Wahrscheinlich nimmt dann Godzilla alles auseinander. Ich glaube, die brauchen da schon jetzt irgendwie beide so ein bisschen. Ich glaube, dass dieser Arm von Kong, dass der irgendwas kann, dass Kong jetzt auch mal so in die Liga damit reinkommt von den ganzen Kaiju. Weil Kong hat schon bös abgestunken gegen Godzilla in Godzilla vs. Kong. Jetzt bekommt er einfach so ein Upgrade. Ey, wenn es davon nicht ein geiles Spiel gibt, Mann. Wir brauchen endlich geile Monsterverse-Games, wo du die Kaiju auch so aufpimpen kannst, wie jetzt hier in dem Film. Wieso haben wir sowas noch nicht? Auch dass Godzilla auf dem Eisberg kommt, ist was, eine Anleihe an die alten Filme, okay. An den zweiten Godzilla-Film, ne? Wo Godzilla aus dem Eis kommt. Nee, das ist nicht der zweite. Nein, in Godzilla gegen King Kong, in dem alten kommt der auch aus dem Eis, oder nicht? Minus One hat einen eigenen Sound vom Film her. Hat aber auch diesen Original-Track noch mit dabei. Ich weiß nicht ganz wegen Godzilla, weil auf einmal Pink, er war ja immer blau, außer im Burning-Modus. Ich finde, das Pink sieht mega mächtig aus. Ich finde generell die Farbe Pink, die kannst du richtig cool einsetzen. Finde ich. Wenn du die so kombinierst mit so dunklen Farben, ist das schon echt saucool. Vielleicht war das gar nicht Scar King. Doch. Das war Scar King. Wir gucken den Trailer jetzt gleich nochmal. Sekunde. Ich gehe kurz nochmal die Kommentare hier fertig durch. Godzilla ist eigentlich am Anfang des Films noch blau. Okay. Sag ja, so Thanos-Ding, das sind diese Steine. Welche Steine meinst du? Ich vermisse das Blau von Godzilla. Rot sieht aber auch geil aus. Ich vermisse das Blau jetzt nicht unbedingt. Das haben wir ja lang genug gehabt. Das Rot sieht schon mega mächtig aus. Godzilla hat sich, glaube ich, einfach besser angepasst. Da seine Feinde immer stärker werden. Ja, tatsächlich, ja. Godzilla hat Mechagodzilla nicht besiegt, sondern Kong. Ich habe, glaube ich, nichts anderes gesagt. Aber auch Kong hat ihn nicht alleine besiegt. Stimmt eigentlich auch nicht. Und Kong hat den finalen Schlag gemacht. Besiegt haben sie ihn zusammen. Okay. Wir gucken da jetzt einfach nochmal rein. Gucken wir gleich nochmal in die Kommentare. Und checken mal die einzelnen Szenen nach und nach ab. So, das hier einfach ein Messgerät, was eine, das haben wir immer in den Filmen, was quasi die Radioaktivität misst wahrscheinlich. Dadurch merken die erst, dass in der Hohlerde irgendwas passiert. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Film zum Teil in Brasilien spielen soll. Ich glaube, das hier soll Brasilien sein. Du siehst, dass es aber nicht echt ist. Weil die haben das nicht in Brasilien gedreht, die haben das in irgendeinem Filmstudio gedreht. Ich frage mich dann, warum. Klar ist das eine Riesenlast, dahin zu fliegen, nur für so einen Shot zu drehen oder eine Szene da zu drehen. Aber ich finde es immer sehr viel charmanter, wenn du einfach merkst, die waren echt vor Ort gewesen. Die haben das echt gedreht. Du siehst einfach hier auf dem Bild, dass das nicht wirklich da ist. Mich stört's minimal, aber es fällt mir halt direkt auf. Während der Geschichte der Menschheit. Auch interessant, dass es hier nochmal auf Ägypten
eingegangen wird. Möglicherweise auch darauf, dass die Ägypter schon Kaiju angebetet haben. Vielleicht nimmt man das in den Mythos mit rein. Das würde ich geil finden. Das gab es auch so, glaube ich, noch nicht in den Toro-Filmen, oder? Dass man den Glaube der Menschheit auf die Kaiju zurückbeziehen kann. Vielleicht haben die Ägypter von Scar King gezeigt bekommen, wie man Pyramiden baut oder irgendwie so ein Kram. Aber ich will auf gar keinen Fall, will ich so ein Transformers-Ding sehen, wo dann am Ende aus den Pyramiden so eine Waffe rauskommt. Das ist besteuert, aber ich glaube, das kommt hier auch nicht. Glaubten wir immer, das Leben existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. So, jetzt haben wir hier gerade diesen Ausschlag schon bekommen, dass in der Hollow Earth irgendwas passiert. Und ich dachte erst, hier kommt jetzt Scar King raus, aber das ist Kongs Arm. Kong kommt jetzt hier in Ägypten raus, aus der Hollow Earth. Und denken wir mal ganz kurz daran, wie Godzilla vs. Kong geendet ist. Damit, dass Kong in der Hollow Earth geblieben ist. Ich schätze mal, dass Kong in der Hollow Earth auf Scar King trifft. Dann passiert ihm etwas. Er bekommt diesen Handschuh an und dann schafft er es irgendwie an die Oberfläche der Erde zu flüchten und quasi uns Menschen zu warnen. Das ist, glaube ich, der Moment jetzt hier. Ist übrigens auch kein neuer Arm, wie wir hier sehen. Das ist nur so ein Handschuh, den er anhat. Könnte aber auch so eine Art von Sklavenhandschuh sein, den er von Scar King bekommen hat. Keine Ahnung. Worin haben wir uns noch geirrt? Welcome to my world. So, hier haben wir jetzt wieder typisch Hollow Earth, quasi oben und unten. Die Schwerkraft ist wieder verschoben. Wir sehen ein paar fliegende Kaijus. Da unten haben wir jetzt die Affen. Hier haben wir jetzt auch einen sichtlich geälterten Kong. Ich weiß gar nicht, was für einen Zeitsprung das hat. Godzilla ist aber auch kurz zu sehen, das blaue Leuchten. Meinst du, die kommen da beide raus? Existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. Du meinst das hier jetzt, ne? Es könnte Godzilla sein, aber ich dachte eher, weil die Hollow Earth wird ja auch in Godzilla vs. Kong mit diesem komischen, was ist denn das, so ein Dimensionsloch irgendwie, ist ja zwischen unserer Erdkruste und der Hohlerde. Das wäre eher das, habe ich jetzt so gedacht. Aber es könnte auch Godzilla sein, na klar. Dass die jetzt beide einfach wieder zurückkommen. Ist so ein Vegeta, so ein Goku-Moment. Die kommen beide wieder zurück aus der Hohlerde. Warum soll Godzilla in der Hohlerde sein? Ist dann die andere Frage. Ich glaube, das ist wirklich nur Kong, der es irgendwie mit seiner Axt schafft, da rauszukommen. Und das Leuchten ist von der Axt, die ja auch blau leuchtet, wie Godzilla. Es würde keinen Sinn machen, dass Godzilla da jetzt schon mitten in der Hohlerde drin ist, wenn das hier wirklich am Anfang spielt. Und ich glaube ja, dass wir am Anfang sehen, wie Kong in der Hohlerde rumspringt und dann passiert eben was. Er bekommt den Arm abgeschlagen. Und dann kommt er wieder raus aus der Höhle. Worin haben wir uns noch geirrt? Vielleicht stimmt's auch nicht. Welcome to my world. Won't you come on in? Da wegen dem Zeitsprung nochmal. Kong ist wesentlich weißer geworden oder grauer geworden. Hat einen längeren Bart bekommen. Da ist also ein bisschen Zeit auch vergangen. Und er scheint was zu jagen oder vielleicht schon in so einen Konflikt verwickelt zu sein. Vielleicht entwickelt sich auch der Konflikt mit Scar King erst am Anfang des Films. Diese Welt birgt mehr Geheimnisse. Oder auch nicht. Weil die Menschen sind auch schon am Start. Okay. Ey, Moment. Ja, doch, du hast recht. Ich achte auf sowas gar nicht. Älter, aber hier hat er noch keinen Robo-Arm. Boah, da kann ich mir jetzt nichts zusammenreimen. Oder das passiert wirklich auch nochmal vorher. Oder der Arm, den wir am Anfang gesehen haben, ist gar nicht der von Kong. Der ist vielleicht von einem anderen, vielleicht von Scar King. Der hat vielleicht auch zwei Arme, so zwei Roboterhandschuhe an
Und Kong nimmt ihm einen ab oder so ein Kram. Ey, boah, es ist gerade echt schwierig. Diese Welt birgt mehr Geheimnisse, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, das ist hier Rebecca. Rebecca Hall heißt die Schauspielerin, glaube ich. Ja, die immer noch Forschung macht in der Hollow Earth. Wir haben komischerweise haben wir hier Dings gar nicht gesehen im Trailer, ne? Die Kleine mit der Gebärdensprache. Das ist sehr wahrscheinlich der Anfang. Kann schon sein. Dass Kong am Anfang in der Hollow Earth ist, aber mit denen zusammen und dann kommt Scar King und dann schaffen es irgendwie alle noch zu flüchten, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das hier fand ich erst krass, weil ich dachte, das wäre Scar King, wenn der wirklich so groß wäre. Wir sehen später nochmal, dass der wirklich verdammt groß ist. Wenn der aber so groß wäre gegen Kong und Godzilla, wäre das schon extrem krass. Und noch eine weitere Theorie bestätigt sich hier übrigens gerade. Dass die Kongs in der Hollow Earth scheinbar so eine Art Planet der Affen-Ding abziehen. Hier ist nämlich jetzt ein kleiner Kong. Und wir sehen gleich noch mehr davon. Das heißt, die haben so eine eigene Zivilisation in der Hollow Earth aufgebaut, wo wahrscheinlich Scar King die Kontrolle übernommen hat. Was ist das? Das ist ein blutiger Handabdruck, der ist aber auch größer als der von Kong. Wir haben ja in Skull Island gesehen, ach Quatsch, in Godzilla vs. Kong haben wir ja gesehen, wie Kong in der Hollow Earth seine Hand so an den Berg dran drückt. Oder war das auf Skull Island? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, es war in der Hollow Earth gewesen, genau. Und da hat Kongs Hand genau auf diesen Blutabdruck drauf gepasst. Das ist größer, glaube ich, hier, die Hand. Das ist nicht Kong. Und hier gelangt Kong. Ey, ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen, keine Ahnung. Ist Godzilla doch in der Hollow Earth und geht in dieses Eisversteck in der Hollow Earth oder was? Oder haben wir wieder Space-Godzilla-Anspielungen? Ey, keine Ahnung. Das kann das gewesen sein. Das ist ein Altar zum Opfern für irgendwas. Was, wenn Scar King nur Opfer sucht, Opfergaben sucht für eine andere Kreatur? Sowas wie Space-Godzilla. Aber dann ist Space-Godzilla ja nicht aus dem Space, sondern aus der Erde. Dann wär's ja Earth-Godzilla. Ich hab keine Ahnung, ey. Ja, das sind alles die Kongs. Wie gesagt, meine Theorie, dass die an die Oberfläche kommen, während Godzilla und Kong ausgenockt sind und an der Oberfläche der Erde anfangen, Terz zu machen. Und wir dann ein New Empire bekommen, die Theorie steht immer noch. Die ist noch nicht ausgeschlossen. So, hier haben wir jetzt diese Hunde, die es auch als Spielzeug schon gibt. Gibt es ein Bild, wo so ein Vieh wohl auch in Ägypten auftauchen soll. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und die jagen Kong schon weg. Hier aber auch ohne Metallarm. Ich wette, die jagen den aber weg und irgendeiner kriegt Kong dann aber trotzdem noch zu fassen. Und bricht ihm dann vielleicht den Arm und dann braucht er eben diese Armstütze. Das könnte ich mir vorstellen. Da habe ich keine Ahnung, was hier abgeht. Das blicke ich null. Leben da noch Menschen in der Hollow Earth? Ist das eine eigene Zivilisation? Auch hier mit Pyramiden, also da auch die Theorie, ja. Hat Scar King den Menschen an der Oberfläche auch gezeigt, wie man Pyramiden baut? Haben Pyramiden irgendeinen Hintergrund? Und ich lese gleich eure ganzen Kommentare. Ich muss gerade nur hier ein bisschen gucken. Kong der Weise, ja. Alt, aber ohne Roboarm, das haben wir schon gehabt. Das ist sehr wahrscheinlich der Anfang. Später kommt die Kleine nochmal. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Kurz vor Ende des Trailers, alles klar. Sie ist nur gewachsen, weil auf dem Bild sah die gar nicht so gewachsen aus. Vielleicht hat sich Godzilla nur in der Farbe verändert, weil das Klima um ihn herum auch wärmer. Das glaube ich nicht. Das sieht aus wie eine neue Form von Godzilla einfach. Wie der Millennium Godzilla, nur halt in der Neuzeit angekommen.
Godzilla ist in der Arktis eingefroren, aber das scheint ja mit Absicht gewesen zu sein. Godzilla hat sich einfach, glaube ich, an stärkeren Gegnern angepasst. Aber der muss ja auch stärker geworden sein. Sonst macht's ja keinen Sinn. Die Augen von dem kleinen Affen und dem Bösen haben komische Farben, blau und grün bestimmt. Von den Kristallen, ja. Das kann miteinander zusammenhängen. Die Pyramiden, deswegen sind wir auch später in Ägypten, und diese Kristalle hängen miteinander zusammen. Und die geben denen vielleicht die Kraft oder so ein Kram. Und hier haben wir ein eigenes Volk in der Hollow Earth, die scheinbar die Kongs für so eine Art Gottheit halten oder irgendwie sowas. Boah, das ist schon sehr abgedreht gerade hier, ne? So die Farben ist alles ganz cool, aber es scheint wirklich irgendwas von der Hollow Earth von unten nach oben zu gehen und ich wette mit euch, das geht in die Pyramiden rein. Die Pyramiden werden in diesem Film wieder aufgebrochen und da ist irgendwas drin, ich wette es mit euch. Seit Transformers 2 habe ich da so ein Trauma davon. Wenn hier noch ein Affe ein Bein von irgendeiner Frau rammelt, dann Adam Wingard aber halt auch, ey. Das ist halt auch so ein Typ, den sollte man noch eine Chance geben, sagen wir mal so. Wenn das auch wieder verhaut, dann gierig. Das ist eine sehr lange Treppe. Wenn es eine Treppe ist, ja. Ja, tatsächlich. Vielleicht kommt man durch die Pyramiden auch über eine riesige Treppe in die Hollow Earth runter. Das würde wieder Logikfehler bedeuten, aber es ist auch Adam Wingard. Der scheißt da ja drauf. Die kommen echt an die Oberfläche. Ich sag's euch. Kong allein kann das nicht auf. Und das hier ist wieder so ein Kristall? Oder was ist das denn hier? Nee. Da könnte man wieder die Space-Godzilla-Theorie anbringen, aber ich glaube nicht, das ist einfach nur ein Angriff von irgendwas. Weil er auch so nach hinten schaut. Ich glaube, irgendein Vieh schmeißt irgendwas einfach nach den Leuten. Aber sie kommen an die Oberfläche. Das ist das New Empire. Ich glaube, das wird so ein König der Löwen-Ding. Godzilla und Kong werden dann irgendwie so fertig gemacht und sind dann irgendwie am Ende und kommen dann am Ende wieder zurück und retten dann die Welt vor dem New Empire. Irgendwie sowas wird passieren. Kong allein kann das nicht aufhalten. Da war Kong noch jünger eben gerade übrigens. Sia, heißt die Sia? Die schwebt doch hier. Nee, die läuft die Treppe hoch, okay. Ich musste an diesen Anime denken. Ja, an Godzilla Earth, diese Trilogie. Da gab es auch diese Wächter. Da muss ich irgendwie gerade so ein bisschen dran denken. Ey, vielleicht holt die auch Mothra wieder zurück. Das wird spannender, als wir glauben, habe ich das Gefühl. Da kommt was Geiles. Ich habe das Gefühl, da wird was Geiles draus. Auf eine Monsterverse-Art und Weise. Er ist nicht allein. Was war das jetzt hier gewesen? Haben Sie es gerade gesehen? Das, was hier gerade so verpufft an Ihrer Hand, was ist das? Das könnten doch die Sporen von Mothra sein. Ich bin doch nicht bescheuert. Vielleicht eine Verbindung, die Erde zusammenhält. Irgendwie sowas, ja, tatsächlich. Erst seit Transformers 2, ich warte immer noch auf die, was, Gault-Raumschiffe, die drauf landen. Was denn das denn für Raumschiffe? Gab's nicht so Gerüchte, dass Rodan zurückkehren soll? Hab ich nicht gehört. Aber würde nicht hier Mothra mehr Sinn machen, wegen diesem Glitzer? Nee, da ist noch gar nichts bestätigt. Das würden die auch noch nicht bestätigen. Aber Mothra könnte halt zurückkommen. Die haben die ja ein bisschen schnell abgearbeitet, finde ich, im Monsterverse. Und wir haben am Ende, das dürft ihr nicht vergessen, wir haben am Ende von King of the Monsters, glaube ich, haben wir noch Mothras Ei gesehen. Die hat noch ein Ei gelegt. Also, dass da Mothras Kind noch bei rauskommt und vielleicht dann Mothras Kind Godzilla sogar einsperrt, in was wir für Eis halten, in wie so eine Art Kokon. Und daraus kommt dann erst der neue Godzilla bei raus. Wäre doch was. Er ist nicht allein. Weil die zeigen uns zwar hier die Arktis, ne? Aber dann ist wieder ein Cut hier. Und warum hängt der denn da rum? Seit wann kann sich denn Godzilla einfach mal selber einfrieren in so einen Kokon und dann verwandeln? Da
Da muss doch irgendwas fehlt uns dann noch an einem Puzzleteil. Warum das hier überhaupt passiert? Okay, es ist in der Arktis. Aber das könnte, ey, keine Ahnung. Die sind von Stargate. Ich gucke kein Star Wars. Spaß. Aber Stargate gucke ich wirklich nicht. Und haben damit das Tor zwischen oben und unten geschlossen. Ja, vielleicht kann das auch daran damit zusammenliegen. Aber das wäre ein bisschen lame, wenn die einfach erklären würden, ja, Godzilla hat sich einfach jetzt seit 2 Jahren zurückgezogen und kann einfach sowas. Wäre das nicht so, guckt jemand von euch Dragon Ball, so dieses goldene Freezer-Ding, das total beschissen ist? So, warum macht er es dann nicht immer und länger? Ich check absolut nichts. Kannst du vielleicht nochmal den Trailer von Anfang an abspielen? Warst du eben noch nicht mit dabei gewesen? Wir können gleich nochmal kurz reingucken. Wir machen aber nicht mehr so lange jetzt, ihr Lieben, ne? Also, das sieht schon geil aus. Das ist wirklich, das sieht doch mit dem Pink auf diesem dunklen Körper, das sieht schon krass geil aus. Hier ein bisschen hart schlecht animiert, das sind so eckige Hände. Wie in so einer Cutscene von so einem PlayStation-Spiel. Aber die haben ja noch ein bisschen Zeit daran zu arbeiten. Das sieht krass aus. Das wird das nächste Thumbnail von irgendeinem Video, was ich dazu mache. Moment. Mich verdrückt. Und dass sie das hier wirklich nochmal reinbringen. Diese Szene wird ja wohl kaum so im Film vorkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil die endet damit, dass Godzilla und Kong beide tot sind. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Weiß nicht, also mit diesem Knochen, das ist übrigens die Peitsche, Mann. Die Theorie stimmt auch, fällt mir gerade auf. Die Theorie hat mal gesagt, dass der eine Peitsche hat, mit der er die Kaijus bestrafen kann. Das ist die Peitsche, die er umhat. Der hat mir aber zu wenig Details. Wenn du jetzt im Vergleich dazu gleich mal Godzilla und Kong siehst, ist der ein Witz. Vom Detailgrad her. Der wird krass sein, aber... Wir sehen hier mal weitere Kongs. Er hier sieht auch nicht gerade so erfreut aus, dass da jetzt gerade Scar King angehüpft kommt, ne? So richtig loyal ist er nicht. Ich glaube, Scar King ist ein richtiger Wichser. Oder hat neue Theorie, ist der Mitte Kong. Warte. Ja, meine Theorie war eben gerade. Das hier? Nee, das glaube ich nicht. Hat Kong eventuell in der Hollow Earth Artgenossen gefunden? Hat mit denen über Jahre hinweg eine eigene Zivilisation aufgebaut? Eine eigene Familie, ein eigenes Dorf? Und dann kommt King Louis hier an und tötet die alle. Und Kong ist der einzige Überlebende, der dann rauskommt aus der Hollow Earth mit seinem komischen Arm. Ich glaube, wir lösen gerade den Film. Man müsste ihn halt mal komplett sehen. Man müsste ihn mal wirklich so im Ganzen sehen. Der kommt ja schon mächtig rüber, auch gleich, wenn wir hier in Brasilien sind. Da sehen wir das mal ganz kurz. Aber da, ich finde, Godzilla und Kong haben einfach wesentlich krassere Details als er jetzt hier. Gerade wenn die gleich anfangen, auf den loszurennen. Das sind doch Menschen hier unten, oder nicht? Dann ist der auf jeden Fall gewaltig, oder nicht? Ich glaube, der ist größer als Godzilla und Kong. Findest du auch, dass Kong voll viel, was? Plot-Armor hat? In Godzilla vs. Kong, ja. Obwohl er ist sogar gestorben in Godzilla vs. Kong. Und wurde ja wiederbelebt, glaube ich, durch dieses komische Raumschiff. Vielleicht ist Space Godzilla auf die Erde gekommen, hat die Kongs versklavt und deswegen macht King Scar
Opfergaben, weil, boah, das, ja, aber das kannst du nicht alles in so einen Film reinpacken, wenn es so wäre. Ich würde diese Theorie mit Space Godzilla echt mal so beiseite legen, weil da gibt es noch keine Indizien dafür, außer halt diese komischen Kristalle. Aber ich glaube, dass diese Kristalle irgendwie diesen Kongs die Energie geben und man könnte am Ende von dem Film, könnte man eine Post-Credit-Scene machen, wo dann eben gezeigt wird, wo die Kristalle wirklich herkommen. Und dann merkt man, ah, scheiße, Space Godzilla existiert wirklich. Das könnte man wirklich machen. Wenn ich das sehe, befürchte ich, dass die Gerüchte stimmen, die ich kürzlich in einem englischen Video gesehen habe. Teile sie uns bitte mit. Das ist jetzt, das hilft mir jetzt wirklich gar nicht weiter, was du damit aussagen möchtest. Ist Godzilla schlanker oder nicht? Das ist jetzt die wichtigste Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, der hat im Eis auch trainiert. Er sieht schlanker. Ich habe keine Ahnung, Mann. Wer achtet denn auf die Silhouette von Godzilla? Der leuchtet einfach lila und pink. Da sind mir die Hüften doch egal. Das Godzilla-Shaming, was du hier betreibst. Aber es ist doch wieder fast dieselbe Story, nur statt Mechagodzilla King Louis. Nee, gar nicht. Das ist jetzt keine originelle Story, aber die Story ist nicht dieselbe. In Godzilla vs. Kong ging es darum, dass Godzilla ein Depp war und hat Ghidorahs Zellen gejagt und deswegen mussten sie Kong aus der Hollow Earth holen, dass der gegen Godzilla kämpft. Das ist die Story in Godzilla vs. Kong. Die Story hier scheint ja zu sein, dass Kong in der Hollow Earth ein friedliches Leben führen möchte. Dann taucht der aber auf, versklavt Kongs Artgenossen, fängt vielleicht so einen Putsch oder einen Krieg in der Hollow Earth an und kommt dann irgendwann an die Oberfläche, scheint aber auch vorher Godzilla und Kong nochmal platt zu machen und die müssen dann irgendwie wieder zurückkommen und den hier besiegen. Ist keine originelle Geschichte, ja, aber das ist nicht dieselbe Story. Dieselbe Story wäre es, wenn dann am Ende wirklich noch, was weiß ich, Mecha Ghidorah auftauchen würde und dann würde King Louis mit den anderen beiden zusammenkämpfen. Dann wäre es dieselbe Geschichte. Aber so geht's noch. So ist noch. Ich find's nicht verkehrt, wenn das so abläuft. Ist eine klassische Formel für einen Film, ja. Der Bösewicht taucht auf, macht erstmal die Helden platt. Dann müssen die Helden stärker werden. Und ja. Aber, ey, ich hab Bock drauf. Jetzt hab ich echt Bock drauf. Sieht cool aus, aber auch hier ganz kurz. Das haben sie nur für Spielzeuge gemacht. Es sieht cool aus, aber das ist nur für Merchandise. Und der Vergleich von diesem Atomic Breath hier zu dem Atomic Breath von Godzilla Minus One. Da ist der von Minus One viel, viel geiler. Der sieht viel, viel krasser aus. Gerade im Film. Man sieht ihn sogar im Trailer ja mal ganz kurz. Im Film ist das noch viel geiler gemacht. Weil die Schuppen sich dann da nämlich so langsam aus dem Körper rausdrücken. Und dann fängt er an zu leuchten. Und dann drücken die sich alle wieder in den Körper rein. Wie so ein Magazin. Und dann ballert Godzilla wie so ein Projektil als Atomic Breath. Das ist schon geil gewesen in Godzilla Minus One. Der Film war echt episch, ja. Das ist schon krass. Aber ich gebe dem ja auch eine Chance. Das ist halt, ey, wir haben halt einfach beides. Was ist denn das für ein geiles Privileg, dass wir zum einen, das ist kein Spoiler, siehst du doch im Trailer, das ist zum einen, dass wir Toho-Godzilla bekommen und wahrscheinlich sogar noch mehr in Zukunft von Toho, nicht nur alle 50 Jahre mal einen Film, und dass wir das Monsterverse hier bekommen. Das ist doch echt geil. Jetzt noch sowas auch im Jurassic Park-Universum, so Jurassic World-Filme von mir aus, aber auch was wieder so zu den Wurzeln zurückgeht. Hätte ich echt gerne. Kannst damit nichts falsch machen. Wenn jemandem das hier nicht gefällt, schau dir halt Minus One an. Wenn du die Toho-Godzilla-Filme nicht magst, guck dir halt das hier an. Kämpfen die nochmal gegeneinander? Könnte sein, ne? Okay, hier taucht Godzilla nochmal auf. Ist mir egal, was Leute sagen. Ich weine gerade vor Freude, weil Godzilla Black
weg ist. Ich freue mich da auch drüber, Mann. Ich finde es ja auch cool. Kann Godzilla nicht pink bleiben? Doch, bitte bleibt er so. Das sieht doch saugeil aus. Also bitte. Echt, findest du das so schrecklich? Das ist das... Ich weiß nicht. Mein Lieblings-Godzilla-Design von den alten Godzillas ist auch wirklich der Godzilla Millennium. Ich fand den schon immer geil. Das hier geht halt sehr in die Richtung. Also, mein Segen hat das Design auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt auf, alles klar. Mach's gut, Paul. Schön, dass du am Start warst. Ja, das hier wird so... Das wird so am Ende passieren, schätze ich mal. Muss man das jetzt wirklich zeigen? Und wir wissen immer noch nicht, wie man diesen scheiß Namen jetzt ausspricht, gell? Godzilla X-Kong, Godzilla End-Kong, Godzilla Cross-Kong. Mann, wir werden das einfach nie erfahren. Ich hätte mir diese Toho-Dings angucken müssen, da haben die es bestimmt erwähnt. Die sagen einfach immer nur The Movie wahrscheinlich, damit wir nie herausfinden, wie man es wirklich nennt. Ist das ein Ja. Wollen sie hiermit so ein bisschen Kong Junior andeuten oder was? Das brauche ich halt nicht. Ist das ein Mini-Kong? ...2024 nur im Kino. Wir wissen noch nicht genau wann, aber ich find's geil. Ja. Ich hab da auf jeden Fall jetzt Bock drauf. Zu 100%. Hab ich da Bock drauf? Ja, vielleicht stirbt Kong und der wird der Nächste. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Das ist, da krieg ich gerade so Avengers-Flashbacks. Wenn ich so die ganz neuen Avengers sehe, das sind alles nur Flachpfeifen. Lass die mal so, Godzilla und Kong können ruhig so noch am Start bleiben. Mit dem neuen Design, das sieht schon echt cool aus. Deswegen, das passt schon. Das ist schon echt mächtig hier. Ja. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ist schon spät. Ich werde noch ein Video aufnehmen wahrscheinlich und dann quatschen wir in den Kommentaren auf YouTube weiter drunter. Stimmt, der Hype ist da, sehe ich genauso. Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Die Axt war auch rot? Sicher? Moment. Die Axt sehe ich hier gar nicht mehr. Ne, die Axt hat er hier gar nicht mehr in der Hand gehabt. Vielleicht wird die Axt auch rot, keine Ahnung. Ey, auf jeden Fall habe ich Bock drauf, auf die ganze Nummer. Gut, dann ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.